Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren angeschaut Video. Heute an Petrified. Das Ganze kommt von G-Round. Link ist natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Ist natürlich ein early Game. What is the cost of freedom if we stood too high and cast down that which kept us alive? Also wer es selbst testen möchte, schaut gerne auf G-Bone vorbei. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet. So viel ich weiß, ist, dass der Schmetterling hier unser Guide ist. Falls wir also irgendwo hängen bleiben, kann er uns wohl helfen. Stein. Ins Wasser können wir nicht. Wie? Ich muss mal. Controls. Ne? Settings? Geht das? Besser. Okay, er läuft noch ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, ist ja alles early. Da wird wahrscheinlich noch viel rumgeändert. Auf jeden Fall sieht es sehr schön aus. Okay. Oh, sie haben Herzchen geformt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir einfach hier hinterherlaufen müssen. Ob es sich lohnt, irgendwas zu erkunden. Ich würde gerne sprinten können. Okay, es war offensichtlich richtig. Ich hätte nur noch einen Schritt weiter machen müssen. Unser Stein hat Angst. Es ist ein Stein. Okay.
No. Was ist das, ein Igel oder so? Ist ja niedlich, der Kleine. Wir können leider nichts mit ihm machen. Also geht's runter, aber dann kommen wir nicht mehr hoch. Ja, wenn alles nichts hilft, werden wir einfach Indiana Jones Todeskugel. Oh damn. Ich habe erwartet, ich kann voll in den Hasenbaum crashen. Der große Baum da ist wohl unser Ziel, nehme ich an. Richtig viel Story hat man ja jetzt noch nicht so mitbekommen, zumindest finde ich. Interessiert Häschen nicht. Interessiert sie auch nicht. Aber wir können jetzt immer mit Y. Kann ich doch reincrashen. Let's go. Damit kommen wir auf jeden Fall auch schneller vorwärts. Ja, da dürfen wir nicht hin. Uns der Weg hierhin führt. You will be able to save the game at Monuments. Okay, also daran können wir saven. Gehen wir davon aus, wir haben jetzt gesaved. Macht sie auf jeden Fall glücklich.
Oh, Schildkrötis. Und Enten. Jetzt sind wir hier wieder zurückgerollt. Ich habe meine Angst, dass wir hier irgendwie runterrollen können, ist nicht eingetreten, zumindest. Okay, wir haben einen Ballon. Er will auf jeden Fall, dass wir den Weg hier gehen. Wie wir jetzt mit unserem kleinen Ballönchen darum laufen. Ich wiederhole, wir sind ja ein Stein, ne? Das heißt, Vögel machen mir jetzt normalerweise nicht so viel aus. Mein Ballon schon. Ich kann mich jetzt auch gerade nicht in den Stein verwandeln. Also in Rollenstein verwandeln. Ich gehe mal davon aus, ich muss hier lang, oder?
Und da haben wir jetzt Shortcut. Oh, da sind sie aber glücklich. Okay. Das war jetzt nicht geplant, da runter zu rollen. Nein. Vögelchen. Aber interessant, wie sie es schaffen, nur durch die Augen seine Stimmung zu zeigen, praktisch. Durch Musik, also schön, ist schon sehr schön gemacht. Und natürlich die Umgebung. Sieht auch, wie es die Pflanzen praktisch verändert. Und die Tierwelt, wenn wir dann unseren Dings machen. Unseren Impuls. Ja, das ist 2 hier. Ihr würdet mich wahrscheinlich nur durchziehen, ja. Wow. Mein Glück mal wieder. Das Puzzle lesen wir jetzt natürlich noch und dann. Glaube ich, war es das leider erstmal, aber ein interessantes Game. Also, finde es schon sehr, sehr interessant, wie gut sie die Stimmung rüberbringen. Mit einem Stein, tatsächlich. Zack, mal gucken. Ich will ihn auf jeden Fall nochmal glücklich sehen, wieder glücklich sehen. Und nicht deprimiert. Dann können wir mal gucken, was die
die Blumen drauf reagieren, auf die Depression. Und der Baum. No, lassen Sie sich hängen. Hey, ihm geht's wieder gut. Ja. Dann wollen wir hier aber erstmal Schluss machen. Wie gesagt, ihr könnt es gerne selber testen. Auf G-Round Links ist natürlich wieder, wie immer, unten in der Beschreibung. Schaut auch gerne bei Twitch rein, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.